Wenn du wüsstest, wie viel ich schwitze gerade, ich bin total aufgeregt, meine Hände. Ich schwitze auch. Mach nichts. Hallo Nicole. Hallo. Hi. Mensch, so, das sind wir wieder. Dass du wieder Zeit hast. Ja, diesmal geht es um Levi. So ein Kinderhaarschnitt, beziehungsweise bei ihm ist ja schon fast wieder ein Teenie-Haarschnitt mit diesem Undercut. Mhm, genau. Ja. Die Situation hat sich ja immer noch nicht geändert. Ne? Du darfst leider immer noch nicht weiterarbeiten. Wir kriegen unsere Haare immer noch nicht schön geschnitten, aber wir versuchen es jetzt zumindest so, bis es wieder vorangeht, die Zeit zu überbrücken mit dir. Ja. Bist du gespannt? Ja, ne? Okay. Mit was fangen wir an? Was brauche ich hier alles? Also, wir brauchen jetzt für heute, also wir wollen ja dem Levi den Undercut, also an den Seiten, wieder schön kurz machen. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Maschine, eine Haarschneidemaschine. Richtig. Am besten geladen. Ist dann geladen. Ein Aufsatz, je nach Wunsch. Also beim Levi ist es der 3, die 3, also relativ kurz. Ne? Dann ganz wichtig beim Levi die Abteilklammer. Ich habe wieder den Abteilkamm. Ja, also du kannst es auch mit, also die Spitze brauchen wir nicht, aber die andere Seite. Ist okay. Aber auch okay, alles passt. Okay. Genau, also wie gesagt, ein Kamm. Mhm. Ach so, Kamm. Genau. Ja. Und die Schere. Genau. Schere. Ja, und beim letzten Mal haben wir ja gesagt, das kann man dann irgendwo beim Discounter oder im Drogeriemarkt halt sich besorgen. Die sind eigentlich relativ okay für den Hausgebrauch. Keine alles Nagelschere klar. Und keine Bastelschere nehmen. Nee. Funktioniert nicht. Genau. Ein Umhang. Ah, den Umhang. Ganz wichtig. Ich habe ein Handtuch. Hast du nur ein Handtuch? Also zur Not könnte man dann auch einen blauen Sack nehmen und oben ein Loch reinschneiden. Wäre auch möglich gewesen. Habe ich aber nicht. Ich nehme einfach ein Handtuch. Also mal für, gucken, wie lange es aushält. Ich weiß nicht, wie lange es aushält, muss man immer gucken, ne? Genau. Das kratzt sich. Ach, Levi, das schaffst du, gell? Das kriegen wir hin. Perfekt! Warte ganz kurz, Kopf nach unten. Genau. Gut, dann hätten wir alles gerichtet. Ja, super. Schritt 2 wäre dann das Abteilen. Das bedeutet, die langen Haare nimmst du jetzt mal und kämmst sie alle rüber. Ich bin jetzt seitenverkehrt, Moment. Ja, genau. Alle rüber und dann bildet sich ja schon der Scheitel, ne? Okay, Moment. Der Levi sollte sich mal auch ein bisschen seitlich drehen, dass man das auch sieht. Den Kopf. Levi, okay. Dreh mal den Kopf nach rechts. Genau. Nur den, nicht gucken. Du musst jetzt da rüber gucken, jawohl. Und den Kopf gerade halten, bitte. Genau. Da siehst du ja jetzt schon, was kurz und lang ist. Mhm. So, und dann nimmst du... Du nimmst eigentlich oben diesen, das Teil zusammen, das lange oben erstmal. Ja, oder alles, wie es passt. Und teilst das mal alles erstmal weg. Wie teile ich das weg? Also du nimmst die langen und klemmst sie fest, so, das wollte ich sagen, genau. Du klemmst sie fest. Dann muss ich ein Haargummi nehmen. Ach so, okay, gut. So. Das reicht schon. Er dreht sich jetzt wieder zur Seite, das ist ganz wichtig, sonst können wir es nicht sehen. Den Kopf ein bisschen kippen zu mir. Leicht kippen zu mir, jawohl, so, genau. Und du siehst ja eigentlich schon, das sollte jetzt eine schöne, gerade Kante geben, so schneidest, kämmst du das jetzt weg. Nach das oben, geht, direkt richtig entgegengesetzt. Die kurzen nach unten und die langen nach oben, genau. Ja. Genau. Und da sollten wir jetzt dann halt natürlich die kleinen Klammern haben. Ach, könntest du vielleicht das erste Bild einblenden? Wenn ihr Lust habt, also für den Schnitt, aber das muss eine gerade Kante sein. Du siehst, dass da Hackzacken drin sind. Siehst du das? Ja, ja, die mache ich dann gerade. Alles gut. Okay, genau. Da könnte man jetzt, wie gesagt, das Bild einblenden. Da habe ich ja ein Foto davon. Okay, gut. Jetzt kannst du die Maschine, den Dreieraufsatz drauf machen. Ja, bei uns super. Ist der Aufsatz mit drauf. Es ist auf 3 eingestellt. Du kannst entweder an den Konturen vor den Ohren anfangen, aber besser ist immer im Nacken. Mhm. Hier. Genau, hier hinten. Und da muss er den Kopf richtig schön nach unten machen, sonst passt es vom Winkel nicht. Genau, so, okay. Super. Und perfekt. Dann gehe ich hier und so jetzt hoch. Schön. Mach nichts. Also die Maschine, genau, die Maschine setzt jetzt erstmal an, ohne anmachen.
Setz die mal an den, genau so. Und jetzt, dass es direkt an der Haut langfahren kann, ne? Der Aufsatz. Mhm. Ja, und jetzt kannst du anmachen und langsam hochfahren, langsam. Maschine an. Och, die ist aber leise. Stopp, jetzt zieh mal ein bisschen weg. Jawohl, genau. Immer und dann wegmachen die Haare. Ah, das klappt ja super, oder? Ja. Ja, und so arbeitest du dich jetzt erstmal bis, genau so, bis zu dem Scheitel. Der Levi hat super. Hier vorne einen Wirbel. Genau. Genau. Den schneide ich weg. Weg, komplett. Und du bleibst mit der Maschine, das lange weglegen, bitte. Halt, stopp. Ja. Immer mit der Maschine am Kopf bleiben, genau. Nicht so, genau. Sehr gut. Jawohl. Weil der Levi keinen Übergang hat, ist dann wie ein Cut. Sehr gut. Kopf runter. Wenn du wüsstest, wie viel ich schwitze gerade. Ich bin total aufgeregt. Meine Hände. Ich schwitze auch. Mach nichts. Genau. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Genau, das wären die Konturen. So, du kannst jetzt entweder auch wieder, wenn du die Ohren erst machen magst oder ob du den Nacken machen magst, das bleibt jetzt dir überlassen. Also wenn die Ohren, dann siehst du ja an den Seiten hier, also warte mal, ich kann gar nicht richtig hinzeigen, da klappt mal das Ohr so ein bisschen runter und da sind ja noch so kleine Haare, die abstehen, oder? Am Ansatz. Man sieht es schlecht im Bild, bisschen, genau. Ja, ein bisschen. Genau. Da gibt es ein Bild dazu, was ich fotografiert habe. Also dann nimmst du die Maschine wieder und dann guckst du mal, ob du auf 2 schalten kannst, ohne Aufsatz. Aufsatz runter machen. Genau. Kannst du die Höhe da verstellen? Zeig mal die Maschine in die Kamera. Verstellt sich da was? Ja, jetzt ist ganz oben nach oben. Am Scherkopf? Guck. Ja. Und das ist das Höchste jetzt? Ja. Okay, so, dann pass auf, ich zeig dir was. Ich muss das kurz dir zeigen. Das Bild hast du jetzt wahrscheinlich nicht im Kopf. Christina, siehst du das? Ja, ich sehe es. Ja? Also Ohr nach vorne klappen. Bin ich das? Ja. Nein, guck du mal wieder auf die andere Seite. Genau. Und da war guck da mal wieder da zur Küche. Genau. Dann legst du das vor. Nimm dir, wenn es geht. Oder Levi, nimm doch du das Ohr mal nach vorne. Klapp du mal dein eigenes Ohr nach vorne. Genau, dann kommt die Mama besser hin. So, du setzt jetzt die Maschine mit dem an. Aber nur mal ansetzen, nicht anmachen. Ja. Ne? Darfst jetzt nur das untere Drittel benutzen. Ja, mache ich. Okay, ich habe es vom Winkel nur auf dem unteren Drittel. Kippen. Ja. Genau, genau. Und das kannst du von unten vom Ansatz bis hoch machen. Nur die Konturen, also die kleinen Haare weg. Nicht mit dem ganzen Scherkopf drüber. Nur das letzte, also genau. Nicht zu weit rein, mach langsam. Das geht ganz schnell, dass die Haare dann weg sind. Einfach so, wie der Haaransatz wächst, rundrum. Genau. Gut. So. Sehr gut, hat geklappt. Das ging jetzt schneller als gedacht. Also wenn man darauf achtet, dass die Maschine gekippt ist und wirklich nur ganz die abstehenden Haare dann bekommt. Genau, das ist wichtig, dass du nur das Stück hier vorne benutzt, also die Maschine so drehst, dass man wirklich am Ohr entlang fahren kann. Ne? Gut, im Prinzip beim Levi wäre es jetzt nur, ich weiß es nicht, macht mal den Zopf auf. Genau, das ist halt jetzt. Levi, wie lang sollen die Haare sein? Wie? Wo? Ob dir die Haare, die lang sind, zu lang sind? Guck mal. Irgendwie ist es ja cool, ne? Gell? Levi, super! Gut durchgehalten. Perfekt. Ich hoffe, wir sehen uns bald.